Wisst ihr, wen wir schon lange nicht mehr gesehen haben? Monsieur Hector. Wahrscheinlich, weil ich immer schon... Ich bin noch am Arbeiten! Was? 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 Ah, Gott, vor mir! Dann werde ich schon wieder weiter im Kreis laufen und hier unten landen. In der Penetrierungsfraktion. Hey Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer nächsten Folge Hector. Ich weiß, ich habe euch letztes Mal ziemlich krass hängen lassen. Ich habe immer noch Ultraschiss, der ist wahrscheinlich jetzt über mir, ne? Ich habe die Aufnahme nicht beendet. Ich nehme gerade durchgehend auf und dachte mir, ich alter Ficker, mach einfach einen Cliffhanger. So, komm jetzt halt her. Lass uns die Umarmung des Teufels durchführen. Vielleicht beenden wir die Folge hier auch einfach schon? Oh mein Gott, hier ist alles zu. Bin der Pisser. Ich weiß einfach nicht, was ich mit diesem blöden Vieh machen soll. Oh. Ich hätte gerne Gün. Oh Gott! Oh mein Gott! Tschüss, ich bin da mal weg! Oh. Mir stehen die Haare brutal zu Berge, Kinder. Oh. Was? Ich lasse mir keinen Angesperrmacher ab jetzt, okay? Ich mache einfach jetzt Usa und fick euch. Na, 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 na. Vielleicht fick ich euch doch nicht. Ich habe mir das anders überlegt. Hector, ich gehe wieder heim. Ah, du hast also Angst vor mir, Hector. Okay. Ist mir recht. Du Pisser. Oh Gott, ich bin schon wieder hier, wo ich gerade eben, wo ich wirklich vor 3 Sekunden war. Scheinbar will er nicht, dass ich hier lang gehe. Gut, dann werde ich schon wieder weiter im Kreis laufen und hier unten landen. In der Penetrierungsfraktion. Super. Das Vieh ist echt sauschnell, ne? Also ich entkomme dem wirklich fast gar nicht. Man hat es eben gemerkt, der ist wirklich sackschnell. Ich bin ihm schon mal entkommen beim ersten Mal. Ich weiß, ich war dabei. Aber eben, das war nix. Mir kommt es so vor, sobald mich dieser Hector oder dieser alte Sack eben, der scheinbar behindert ist, sobald er mich anschreit oder er in der Nähe ist halt, dann kommt der Pimmelmann und dann fängt er das Pimmeln an und das macht mir Angst, denn tief in mir drin war ich auch mal ein Pimmler. Wisst ihr, damals habe ich Frauen verpimmelt. Wir sind wieder hier. Filling ist zu gut, Intelligence ist sicherlich offen oder Management oder was es hieß. Fragt nicht zu dumm. Ah, da leuchtet was, sehr schön. What? Wir warten mal kurz eine Stunde hier. Ich wollte euch noch was zeigen in dem Raum. Der ist richtig cool, Mann. Ich hatte hier ein Telefon und... Ein Zettel! Oh Gott, war der Zettel eben noch nicht da? Nee, oder? Wir hören uns den Zettel mal an, reicht? St. Patrick's Day was yesterday. Stole a sip from the cabinet in Doc's office. Good Irish whiskey. Burned my throat and reminded me of Dublin. I get irritated. Doc never asked me to play chess. Just the new blood. Even gave him a gold watch and told me to leave him alone. Es klingt wie der Kane, The Guards, Nummer 1. Möglicherweise haben wir dann damals doch nicht von Mr. Kane was gehört. Geh weg! Ich bin doch hier am Arbeiten jetzt! Du kannst nicht ständig kommen, wenn ich hier am Arbeiten bin, du dummes Viech. Ich bin doch jetzt nur zu Reparaturzwecken. Ich muss kurz den Zettel anhören. Gott, stehe ich jetzt gerade scheiße. They put me in the short room. Oh. Kane let me keep my notebook. He let me have it on the condition that I would smile while he beat me. He did more than beat me. Oh. I can't do this anymore. I want to die. I just want to be in his arms again. In his arms again, okay. Und warum ist eigentlich Dr. Pimmel gerade hier in der Nähe und schreit rum? Ich muss in die Kommunikation, ich muss Polizei rufen. Es ist wichtig, dass ich Polizei rufe. Oh. Halt deine Gosch fest! Es ist wirklich nicht mehr normal. Er ist hier rechts. Oh Gott! Okay, ich bin tot. Okay, okay. Guck mal, da hinten läuft Hector rum. Er hat mich angeguckt und gedacht, das stirbt jetzt sowieso. Vielen Dank, Hector, dass du mir nicht hilfst gegen Dr. Pimmelmann. Finde ich ultra frech von dir, Hector, wirklich. So, ich gehe jetzt hier runter. Tschüss! Oh, shit. Wow, es hat mir so viel gebracht jetzt. Ich bin verreckt, ne? Das zählt als tot. Finde ich wirklich lächerlich. Ich war voll gut und so. Ich bin gar nicht gestorben eigentlich. Ich habe zu arg Schiss vor dem blöden Vieh. Das ist wieder neben mir, ne? Diese Geburt, einer Geburt. Ich habe nichts mehr zu essen und zu trinken, ne? Ihr habt mich meiner Sachen beraubt. Dann beraube ich euch eures Spielspaßes. Hallo? Kann ich hier vielleicht... Ja, Batterien! Ich finde es eine Schweinerei, dass ich keine Pillen mehr habe. Ich glaube, das Vieh kommt immer, wenn ich meine Pillen nicht nehme, ne? Ja, Zettel! Hat's erledigt! Brauch keine Pillen. Dr. Post is from London. Thinks he's better than all of us Irish. I'll piss in his coffee and watch him drink it. I hate the English. Das ist doch 100 Pro der Kane. Wow. Dieses dumme Vieh schreit hier rum.
Ja, wir haben Blubberwasser. Wahrscheinlich Pisswasser, ne? Guck mal, wo ich es gefunden habe. Ich gerate halt immer so krass in Panik, wenn mich das Viech angreift. Dann kann ich nicht mehr nachdenken. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist nur ein Spiel. Ich schreie jedes Mal. Aber es ist halt ein Horrorspiel, weißt. Und ich habe Hunger. Und wenn ich Hunger habe, bin ich... Da liegt schon wieder was an der gleichen Stelle wie damals, letztes Mal. Okay. Wir hören mal nein. People say the short rooms are too small, but the fact of the matter is that it's the people who are too big. Ah. People should be smaller. Ach so. People have gotten too large these days. We take up far more space than we ought to. My father used to tell me that a man with a belly full of beans was a man with a soul full of nothing. This is more than anyone could need. I stole a pack of gum once, when I was 9. I never told anyone, but I know that they know. All is forgiven in this room. All is forgiven here in Hector. I'm at peace. Geil. Richtig geil. Also sie werden total wahnsinnig gemacht. Aber klar, wenn so eine laufende Missgeburt, wenn ich mal so frei sein darf, ja, hier rumläuft. Eine laufende Missgeburt, was sollt ihr sonst auch machen, außer, ihr wisst schon, laufen halt. Oh. Oh my gosh. What is this? I can feel pain in my ass. Hallo, Connector, Dr. Lecter. Was ist das? Cargo Bay. Okay. Wir hören mal kurz rein. Even the guards here are soft as shite. Except for the cowboy. Kane's a mean old bastard. Kane, alles klar. Entweder ist dieser alte Bock Kane oder der Pimmelmann ist Kane. Oh nein. Geh weg! Ich bin noch am Arbeiten! Was? 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 Oh Gott, vor mir! Jetzt renne ich ihm davon. Er kriegt mich nicht, Kane. Mir stehen die Haare so eklig zu Berge. Es ist schlimm mit mir. Verpiss dich, Kane. Hoffentlich ist das keine Sackgasse. Bitte lass es keine Sackgasse. Oh mein Gott, das ist eine Sackgasse. Kane, bist du noch hinter mir? Ja, okay. Ja, genau, geh weg, Kane. Let's have a dance, Kane. Let's have... Und schon ist mir die Angst genommen. Wisst ihr, ich glaube, er kann nicht... Ich dachte kurz, ich wäre cool, aber es kam raus, ich war nur schwul. Wobei Schwule jetzt auch nicht zwingend heißen muss, dass man dann nicht cool ist. Ich will, oh mein Gott, um Himmels Willen, das würde ich gar nicht behaupten. Auf einmal kann ich im Wasser rumlaufen und Kane ist nicht hier. Wir bezeichnen ihn einfach mal als Kane. Was? Wo kann ich das? Cover. Ich habe jetzt einfach das Cover mitgenommen. Ich zerstöre gerne Sachen von Leuten. Und deswegen nenne ich auch alle Bad Motherfucker, weil ich halt die Sachen kaputt mache von The Lights, ne? Da kenne ich halt einfach nichts. Ich reiß auch gerne mal jemandem das Gesicht ab, vor allem dem... Oh, was ist denn jetzt auf einmal los, Leute? Muss das sein, oder? Könnt ihr nicht eure Betten aufräumen, wenn ich hier zu euch komme? Ich höre vibrierende Geräusche. Das kann nur Monsieur Missgestalt sein, der mich ficken will. Halli, hallo. Klart euch ein zu meiner Show. Meine Freunde sind auch schon da. Und hier ist die Toilette. Batterie! Noch eine Batterie! Ei, super! Und noch ein Blättel, was gerade eben auch schon da lag. Oh. Ich gehe in die Ecke. Ich fühle es hier in der Ecke eher. Hier fühle ich's. Gonna be judged someday for all the hurting I put on the boys. That'll have to wait. Alles klar, Kane. Ich glaube, wir haben dich hier vielleicht so ein bisschen jetzt am Sack. Habe ich es richtig rausgehört, Kane, dass du das bist? Vielleicht kann ich das Ding irgendwie aktivieren. Ich habe doch jetzt diese Abdeckung unten mitgenommen. Ja, ich bin hier lang gelaufen. Okay. Und ich bin wieder hier. Ich bin eben eine Treppe runtergelaufen. Es ist unmöglich. Wie ich eben zum Franzos geworden bin. Wie viele Batterien habe ich noch? 5. Ah, dann esse ich direkt mal eine. Ich spüre es. Dieser Pisser kommt jetzt gleich wieder. Ja, nee, halt. Immer noch falsch. Sage mal. Wahrscheinlich soll ich im Kreis laufen. Wisst ihr, wen wir schon lange nicht mehr gesehen haben? Monsieur Hector. Wahrscheinlich, weil ich immer schon... Ich glaube, ich weiß, wen wir bald wieder treffen. Den, den ich nicht outrunnen kann. Oh Gott! Fuck, Mann! Ich bin so erschrocken! Ich hab... Oh nein, du kannst mich... Er ist sauschen... Okay, ich bin tot. Er ist sackschnell! Ich hab das Headset auf so laut, dass ich jedes Mal so verreck. Ich muss ganz, ganz kurz... Die... Fahrt schon wieder hier! Warte, wenn ich jetzt zurückgehe... Ja... Haben wir dich, ne? Du Pisser! Du kleiner Knödel. Du Knödel einer Mutter. Haben wir dich gefunden? Ja! Nein! Nein, da ist der Aufzug. Geht alle weg. Ich kenne meine Rechte. Er schreit schon wieder rum. Tschüss. Ja. Ja! Oh! Hallo Leute, was macht ihr hier? Tschüss. Gott, ich bin so schreckhaft. Das ist nicht mehr normal. Ich gucke Horrorfilme, ich spiele Horrorspiele. Und da bin ich einfach der Macker. Ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Aha! We got this, motherfuckers! We got this! Dann kann ja Resident Evil mal kommen! Guck, wie ich rumwackeln kann. Nee! Hey, Fahrstuhl. Chill jetzt mal, gell? Oh Gott, hallo? Ich glaube, mir schaffe es doch nicht so schnell.
Ja, wir sind wieder im Zirkus. Oh Gott, ich liebe den Zirkus. Hallo, Zirkus. I have found you once again, my boy. Oh, my boy. Or you have found me. Okay. My kingdom is yours to hide in. Was? It is my turn. It is. But you must move quick. Was? I'm trapped. Then find a better place I cannot see. Was? Ich muss mich... Knight ah! To be fine. Ich hab's... This is a game of seeing the whole ich hab's... Board. Wie versteckt? Your enemy is striking when he least expects it. The castle is on the move. Rook to d5. Check. You're setting me up. And you talk when all should be quiet. Play. Ich bin versteckt jetzt auf jeden Fall. Und wir haben hier eine Nachricht. Gott, ich wollte gerade sagen, geht die Tür wieder auf. Halt mal rein. Oh, don't trust what you see. This is the training. This is the brainwashing. This isn't real. Habt ihr reingeguckt in das Spiel, das ich euch gesagt habe, genannt habe? Ich verlinke die Playlist jetzt nochmal hier unten. Von dem Spiel, das ein bisschen wie das hier ist. Nur ohne Horror. Aber so ultra brainwashed, fucked, shitty fuck. Okay, jetzt ist die nächste Tür aufgegangen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wer hier um die Ecke steht. Hallo. Biznitch, hallo? Wer ist das eigentlich? Bestimmt ein ganz freundlicher Mann, der voll cool und schön ist. Da vorne laufen Leute. Hallo, Sie, können Sie mich vielleicht retten? Oh, das ist so einer, der mich erschossen hat, ne? Das ist so ein Erschießer! Fuck. Was macht ihr jetzt? Ah! Tschüss, ich gehe hier... Oh Gott, da ist ja noch einer. Wow, die sind hier überall. Die sind irgendwie grauselig. Die sind... Okay, das ist ja eklig. Ich hab mich so sicher gefühlt hier immer im Ding, ne? Im Zirkus. You are safe. We shall end this dance and one will fall. Bin ich wirklich safe? Der sieht nicht so freundlich aus, der Kollege hier. Scheiße jetzt zu. Oh Gott, ich bin tot. I'm dead! I'm dead as fuck! Hallo? Ach so. Ein Revolver! Dankeschön! Danke, du guter Mann. Vielen Dank. Hier, guck mal, ich tätschel dich kurz. Pat. So ein freundlicher, krasser Mann. Er hat uns einfach einen Revolver geschenkt. Das ist vielleicht ein schöner Manto. Aber da denke ich direkt über 80 nach, ne? Aber hier habe ich so ein bisschen Angst noch. Es ist zwar so zirkusmäßig, aber auch mit einem Fahrstuhl halt. Und Fahrstühle sind ja oftmals dunkel. Er sagt zu mir wieder Run, Bitch, ne? Und ich bin im Puffhaus. So, vielen Dank für die Zusehung der Horrorvideos. Ich weiß, es ist für viele hart. Einige schauen das auch erst gar nicht an. Deswegen laufen die Sachen auch an sich schlechter, was die Klicks und die Daumen angeht. Aber ich weiß, dass es einige Horrorfans unter euch gibt, unter euch Zuschauerleits in der Community eben. Und natürlich will ich auch diese Menschen befriedigen. Ja, ihr habt richtig gehört, befriedigen. Vor allem die Frauen. Wir hören und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Natürlich auch die Männer. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin so behindert, war ich? Gleich gehe ich mit meinem Vater essen, Alter. Oh, ich hab schon Hunger. Ja, wie lange geht das Lied jetzt hier? Ich weiß es nicht. Ciao.